Willkommen zurück. Thank you all for coming back just a little bit too late. I'm Christiane Enkeler and I'm your moderator for the next hours. We just heard about the limits of empathy. Now it's time to talk about the possibilities. At least which definition, which concept or idea of empathy can we productively use by thinking about the arts? It is Professor Judith Siegmund who asks, thank you, who asks this question in her lecture about empathy in the artistic process, an end in itself or artistic means. The lecture will be in German, but everybody who wants to ask at the end, you can ask in English too, and she will answer in English, I think, or we make a mixture of German and English. Her lecture is mainly a philosophical approach. Judith Siegmund is professor of contemporary aesthetics at the State University of Music and Performing Arts Stuttgart. Wir sagen auch HMDK Stuttgart. Her main areas of research include aesthetics theories in art and design, production aesthetic epistemology, social science theories of work and artistic activity, intervention and participation in art and politics. So we are looking forward to your lecture. The microphone, now it's on, it's yours, Professor Judith Siegmund. Ah, ich beginne gleich mit Deutsch, im Deutschen. Also herzlichen Dank für die Einladung und auch ganz herzlichen Dank für die nette Vorstellung. Eine Bemerkung möchte ich vorausschicken. Die Idee oder das Konzept der Empathie steht quer zu vielen Ideen künstlerischer Arbeit in der Moderne, so zum Beispiel zu der Idee des Genies oder zur Idee der Zerstörung, der schöpferischen Zerstörung, der Beherrschung und so weiter, um das nur anzudeuten. Also in diesen Konzepten hatte Empathie überhaupt nichts zu suchen. Aber ich glaube, dass gerade durch Prozesse der Reflexion und Diskursivierung eine andere, man könnte sagen, mit Latour vorsichtigere Arbeitsweise Einzug gehalten hat in den Künsten und dass die Frage nach der Empathie also dadurch auch wieder einen neuen Platz jetzt bekommt, wie eben auch dieses Symposium hier, finde ich, ein gutes Beispiel dafür ist. Die Fragen, die ich stellen wollte, die auch angekündigt sind, sind die, geht es in künstlerischen Gestaltungsvorgängen um mehr als um empathisches Verhalten? In welchem Verhältnis stehen Fixierungen, Verkörperungen und Materialisierungen künstlerischer Entäußerung zur Affektivität menschlicher Beziehung? Oder wie lassen sich empathische Vorgänge in künstlerischen Zusammenhängen überhaupt verstehen? Und das Ganze will ich einfach in drei Teile teilen. Im ersten Teil möchte ich fragen, was ist Empathie überhaupt? Also erstmal unabhängig von der Kunst. Zweitens, welche Rolle spielt sie für die künstlerische Arbeit selbst? Und drittens, welche Bestimmung des Empathiebegriffs lässt sich im Nachbedenken über die Künste allgemein produktiv machen? Bevor ich etwas zu empathischen Prozessen und Zuständen in den Künsten sage, möchte ich mich zuerst kurz mit dem Empathiebegriff im Allgemeinen beschäftigen. Ich beginne den ersten Vortragsteil also mit der Frage, was ist eigentlich Empathie? So wie bei jedem Begriff existieren ganz unterschiedliche Debatten, in denen sehr verschiedene Vorstellungen zum Tragen kommen, um welche Phänomene es sich denn überhaupt handelt, wenn wir das Wort Empathie benutzen. Im Unterschied zur Antipathie geht es bei der Empathie um einen Affekt, durch den die Person, die Empathie empfindet, an der Befindlichkeit eines anderen teilnimmt. Empathie geht daher mit Zuneigung und Zuwendung einher. Sie kann positive und negative Reaktionen auf andere Subjekte, aber auch auf anderes, wie zum Beispiel Tiere, Dinge oder Landschaften beinhalten. Timo Breyer sagt,
Empathie scheint neutraler, mehr auf das Verstehen des Zustands ausgerichtet, in dem der andere sich befindet, distanzierter und dabei emotionale und kognitive Elemente integrierend. Also Kognition hat immer was mit Wissen und Erkennen zu tun. Es gibt bei der Empathie eine Eigenaktivität des Verstehen-Wollens. In einer deutschen Debatte über den Begriff, die am Beginn des 20. Jahrhunderts etabliert wurde, beziehen sich viele auf den Philosophen und Psychologen Theodor Lips, der den Empathiebegriff an den deutschen Begriff der Einfühlung knüpft. Diese Perspektive ist von Max Scheler kurze Zeit später übernommen und ausdifferenziert worden. Bei ihm ist der wichtige Begriff Gefühlsansteckung. Bei Hans Blumenberg wird dann ein solcher Gedanke der Einfühlung mit der Thematik des leiblichen Ausdrucks verknüpft. Blumenberg thematisiert dies 1989 als den Gedanken einer Sichtbarkeit und eines Erblicktwerdens. Nun kann ein Hineinfühlen und in den anderen Hineindenken auf einer Sichtbarkeit und einem Erblicktwerden beruhen, wie Blumenberg das thematisiert. Das bedeutet anders gesprochen, er beruht auf der bloßen Anwesenheit einer oder eines anderen. Das Hineinfühlen kann sich aber in einer anderen Variante ebenso auf die Gehalte der intentionalen Zustände von anderen beziehen. Das heißt darauf, was andere denken, fühlen und meinen. Für den ersten Fall, dem der Anwesenheit, meine ich, dass es hier um die These geht, dass wir in der Ausdruckswahrnehmung von anderen sehen und erleben, was sie bewegt, zum Beispiel Freude oder Trauer. Im zweiten Fall, dem aktiven Fremdverstehen von fremden Gehalten und Zuständen, könnte man sagen, es geht unter anderem auch um eine Art von Erkenntnis vom anderen. Wie wäre eine solche Empathie zu verstehen und was unterscheidet diese dann vom Wissen über den anderen? Ich möchte zur Beantwortung einer solchen Frage auf einen Empathiebegriff eingehen, der von Amy Copland ausbuchstabiert wurde. Der Begriff der Empathie hat in den letzten Jahren in den unterschiedlichen Zusammenhängen eine enorme Beachtung erfahren. Copland zum Beispiel zitiert für den englischsprachigen Diskurs folgende Bereiche: Popular Press, Political Campaigns and in the study of wide range of topics including Autism, Spectrum Disorders, Psychopathy, Political Ideologies, Medical Care, Ethics and Moral Development, Justice and the Court Gender Differences, Engagement with Art and the Media, Therapeutic Methods and Clinical Psychology, Mirror Neurons and Theory of Mind. Sie fasst Empathie anhand von drei, also Amy Copland fasst Empathie anhand von drei maßgeblichen Merkmalen zusammen. Affective Matching, Other-Oriented Perspective Taking und Self-Other-Differentiation. Es kommt laut Copland erstens darauf an, dass eine affektive Passung, ein Zusammenstimmen von Affekten stattfindet. Gefühle sind bei Copland paradigmatisch für Affekte, denen eine größere Bandbreite als Gefühlen zukommt. In dieser Formulierung ist die Ausgangslage bei Copland anhand von mindestens zwei Subjekten formuliert. Also es geht hier um zwei Menschen und nicht um eine Landschaft oder so. Die Zusammenstimmung oder Passung muss nicht notwendig kognitiv sein, sondern es handelt sich vielmehr um eine gefühlte Stimmung im Sinne einer Ansteckung. Also ich bin jetzt bei dem ersten Moment. Initiated by direct sensory perception, these processes do not involve the imagination, nor are they based on any cognitive evaluation or complex appraisal. Voraussetzung ist, dass sich Subjekte aufeinander konzentrieren. Ansonsten kann Ansteckung ganz unbewusst erfolgen. Sie zeigt sich in körperlichen, teils unbewussten Verhaltensweisen. Copland stellt auch fest, dass Empathie oft allein unter dem Konzept der Ansteckung verhandelt wird. Ihr Argument gegen diese Gleichsetzung ist, dass wir uns in solchen Situationen der Ansteckung nur selbst erleben. We experience the emotions as our own. Das Verhältnis zu dem oder der anderen ist aber laut Copland in solchen Situationen nicht in einem starken Sinn gegeben. Im Gegensatz zum Phänomen der Ansteckung
ist Empathie aber nach Coplins Meinung zweitens nie völlig unmittelbar, also unmediated, sondern eine Perspektive wird empathisch ergriffen. Coplin trennt die selbstorientierte von der auf andere orientierten Perspektive. Obwohl sie mit der Selbstorientierung, in der sich das empathische Subjekt die Frage stellt, was es selbst an der Stelle der anderen denken und fühlen würde, falsche Konsensuseffekte und generelles Missverstehen der anderen verbindet, betont sie doch, dass experiencing the other as a version of ourselves in vielen Situationen einen Gewinn darstellt. Jedenfalls im Vergleich dazu, die anderen nur in instrumentellen Mustern wahrzunehmen. Das Begehren, die Erfahrungen anderer zu verstehen, ist ein Wert an sich, auch wenn man sich selbst dabei als Maßstab setzt. Eine andere Form des Ergreifens, eine Perspektivierung, other-oriented perspective taking, findet statt, wenn man versucht, falsche Konsenseffekte, persönliche Bedrängnis sowie Vorhersagen aufgrund persönlicher Vorurteile zu vermeiden. Hinter einer solchen Aktivität steckt unter Umständen schon eine reflexive Leistung, mentale Flexibilität, wie Coplin schreibt, und harte Arbeit. Bereits hier stellen sich vielleicht erkenntnistheoretische Fragen nach der generellen Möglichkeit einer solchen Perspektivierung auf andere, die nicht mit einer Perspektivübernahme verwechselt werden darf. Ich möchte nicht behaupten, dass Coplin solche prinzipiellen Fragen lösen kann, jedoch zeichnet sich bereits an dieser Stelle ab, dass Empathie, so wie sie sie fasst, etwas mit bewusst eingeübten Haltungen und mit Absichten zu tun hat, die immer verschiedene Verhaltensvarianten voraussetzen. Empathie ist so gedacht nicht etwas, was anthropologisch definiert werden kann und den Menschen einfach zukommt oder nicht zukommt, sondern sie ist eine Haltung, die gegenüber anderen eingenommen werden kann. Und deshalb ist sie für die Frage nach Einstellungen von Künstlerinnen geeignet, so meine These. Das dritte und zweifellos wichtigste Merkmal, durch das Coplin Empathie charakterisiert, ist aber die Unterscheidung des Selbst vom Anderen, Self-Other-Differentiation. Diese Unterscheidung zeichnet sich als wesentlich aus für erfolgreiche Empathie. Zugleich stellt sie sie als das entscheidende Kriterium dar, mit dem sich Empathie von verwandten psychologischen Prozessen unterscheiden lässt. Taking up one's perspective without clear self-other-differentiation can result in enmeshment, also Verstrickung, or in self-oriented perspective taking, das war das zweite, which prevents one from successfully representing the other's experience. Und genau mit den Grenzen des Verstricktseins, den Spannungen zwischen eigenen und fremden Perspektiven, gehen Künstlerinnen mehr oder weniger bewusst um. Die Self-Other-Differentiation ist nicht nur Praxis, sondern auch Thema der Auseinandersetzung im konkreten Kontext. Coplin nennt Empathie in ihrer dritten Charakterisierung a form of experiential understanding, was sich als Erfahrungsverstehen übersetzen lässt. Das kann ein Verstehen der Erfahrung des anderen sein, der auch phänomenologische Erfahrung nicht als Wissen auslegt. Wichtig ist ihr, dass diese Erfahrung sowohl die Beobachterin als auch die Beobachteten betrifft und dass in solchen Repräsentationen nicht allein Gründe und Effekte eine Rolle spielen. Die Formulierung Repräsentation von Erfahrungen, die Coplin vorschlägt, verweist auf eine Beobachtung zweiter Ebene, in der die Beobachtende sich selbst beobachtet. Das heißt, sich nicht nur erlebt, sondern reflektiert bei der Erfahrung eines anderen. Wiewohl sich der Begriff der Repräsentation in künstlerischen Zusammenhängen nicht immer als unproblematisch erwiesen hat, erfüllt er doch bei Coplin die Funktion, einen Verweisungszusammenhang anzuzeigen. Wir erleben also nicht unmittelbar die anderen, unmittelbar sind unsere Affekte, wenn wir beobachten, sondern wir erleben eine Repräsentation, man kann übersetzen, eine eigene Vorstellung von der Erfahrung, die andere machen oder haben. In dieser kognitivistischen narrativen Perspektive, in der Amy Coplin steht, wird eine Narrativität im Empathiediskurs betont, mit der sich die Gedanken und Gefühle einer anderen Person imaginieren lassen, die konzeptuell, man kann sagen, strikt von meiner Person unterschieden ist.
Die Pointe einer Entgegensetzung des Narrativen gegenüber Konzepten der Einfühlung, der Gefühlsansteckung und des leiblichen Ausdrucks, die ich vorhin genannt habe, erscheint mir unter anderem darin zu bestehen, dass in diesen in letzter Konsequenz das empathisch fühlende Subjekt doch hauptsächlich mit sich und seinen eigenen Affekten beschäftigt bleibt. Demgegenüber betont der narrative Ansatz, that I be aware of the other as a center of consciousness distinct from myself. Ich komme zur Rolle, die Empathie in der künstlerischen Arbeit spielt. Über den narrativen Ansatz von Amy Coplin habe ich bisher nachgedacht in Bezug auf Darstellungsvorgänge in bildenden und filmischen Künsten, also auch an anderer Stelle nachgedacht. Hier funktioniert er sehr gut, denn es geht um ein Verhältnis zu denen, die ich darstelle, abbilde, als Material benutze. Passt sehr gut, finde ich, zu der Lecture-Performance oder Performance-Lecture gestern, wo es um die Stummheit des Interpreten ging, also um dieses Verhältnis der des, sagen wir mal, Benutzen anderer Menschen als Material für eine künstlerische Produktion oder was auch immer, Aufführung. Hier nenne ich ein Beispiel für die Anwendung des Gedankens einer Self-Other-Differentiation. So bedeutet zum Beispiel eine empathische Einstellung gegenüber Sexarbeiterinnen, die ich im Film abbilde, nicht, dass ich mich als Filmautorin in ihre Erfahrungen, in ihr Leben hineinfühlen könnte, sondern empathisch ihnen gegenüber verhalte ich mich gerade dann, wenn ich davon ausgehe, dass alle meine Vorstellungen über sie eben meine Vorstellungen ihrer Erfahrung sind. Das klingt nach weniger, als es ist. Denn durch die bewusste Self-Other-Differentiation bin ich in der Lage, von meinen Absichten, die sich auf das richten, was ich herstellen möchte, zum Beispiel einen Film oder ein Video, eine Dokumentation, abzusehen und experimentell modifizierend auf Bedürfnisse der Protagonistinnen verstanden und anerkannt zu werden, einzugehen. Ich werde zum Beispiel reflektieren, ob ich Prostituierte ohne legalen Aufenthaltsstatus gefährde, wenn ich sie so zeige, dass sie erkennbar sind. Ich denke darüber nach, ob sie als Akteure oder als Opfer dargestellt werden sollen, wie viel Selbstbewusstsein und Handlungsfähigkeit ich ihnen zuschreibe. Ich reflektiere, inwieweit ich sie nur als eine Projektionsfläche für meine Fragen benutze. Das ist nicht so zu verstehen, als ob irgendetwas verboten wäre in der künstlerischen Arbeit. Es gibt Momente unempathischen Verhaltens, die nicht selten mit Momenten eines übergeordneten Interesses am künstlerischen Produkt zusammenfallen. Nur sind das nicht mehr die Momente der Empathie im Prozess der Zusammenarbeit, sondern Momente, in denen ich mich als Autorin mit Gewalt gegen andere durchsetze. Und es bleibt die Entscheidung eines jeden Künstlers oder einer jeden Künstlerin, wie weit er oder sie diesbezüglich gehen möchten. Eine für mich offene Frage ist hingegen, ob dieses Verständnis von Empathie auch für den Tanz von Interesse ist. Oder ob hierfür eher auf den traditionellen, leibbasierten, phänomenologischen Ansatz der Einfühlung und Ansteckung aus dem deutschen Diskurs zurückgegriffen werden sollte. Gibt es also einen Unterschied in der Auffassung, was Empathie überhaupt ist, aus den Perspektiven der performativen und sogenannten bildenden Künste? Die Theaterwissenschaftlerin Erika Fischer-Lichte zum Beispiel betont sehr stark, dass theatrale Darstellungen auf Verkörperungen beruhen. Sie sagt, sowohl Präsenz als auch die Figur werden, also mit Figur meint sie die Rolle in dem Theaterstück, aber ich glaube, das könnte man eventuell auch beim Tanz sagen oder in einigen Fällen zumindest, werden durch spezifische Verkörperungsprozesse hervorgebracht. Dabei entsteht die Figur nicht als Abbildung oder Nachahmung von etwas Vorgegebenen, sondern wird durch den Prozess bestimmter Verkörperungsprozesse allererst erzeugt. Die jeweils hervorgebrachte Figur ist an die spezifische Körperlichkeit des Schauspielers gebunden, der sie hervorbringt. Der phänomenale Leib des Schauspielers, sein leibliches in der Welt sein, bilden den existenziellen Grund für die Entstehung der Figur. Diese Zusammenfassung von Fischer-Lichte betont die leibliche Präsenz und so scheinen Empathiebegriffe wie Einfühlung oder Ansteckung sehr nahe zu liegen. Die Frage, ob dabei Gehalte, die sich in Verkörperungen generieren, überhaupt als Beziehung zu anderen oder als eigenes emotionales, intellektuelles Erleben aufgefasst werden müssen, ist von wesentlicher Bedeutung.
Mein Einwand gegen die Konzepte der Einfühlung und Ansteckung war, dass in ihnen das empathisch fühlende Subjekt hauptsächlich mit sich und seinen eigenen Affekten beschäftigt bleibt. Übersetzt würde das ungefähr bedeuten, dass ich als Künstlerin denke bzw. fühle, dass ich mitfühle. Ich bin bewegt, aber treffe ich mit meiner Bewegung den anderen? Ein Vorteil des Ansatzes von Copland scheint mir hingegen zu sein, dass in diesem die Schwierigkeit, empathisch zu sein, im Mittelpunkt steht und zu Anstrengungen führt, die mich von meiner Selbstzentrierung geradezu wegführen, ja, die mich verunsichern. Und diese Haltung des Verunsichertseins in Bezug auf die anderen scheint mir, lässt sich für die künstlerische Arbeit produktiv machen. So scheint mir die Akzentuierung des anderen als eines fremden, natürlich nicht körperlosen, sondern verkörperten Bewusstseins für eine Analyse filmischen Arbeitens zum Beispiel sehr geeignet, weil sie sich überschneidet mit ethischen Fragestellungen künstlerischer Arbeit über andere bzw. mit anderen Menschen, wie sie zum Beispiel in partizipativen Formaten oder so auch in der filmischen Arbeit an dokumentarischen Darstellungen wichtig wird. Das Erlebnis der strikten Getrenntheit von denjenigen, denen man sich als Künstlerin annähern möchte, scheint aus einer praktischen Perspektive gesehen konstitutiv für jede empathische Bewegung ihnen gegenüber. Dies schließt ein, dass es unmöglich ist, als Filmerin anderen einfach eine Stimme zu geben. Die hier zu behandelnde wichtige Frage ist die nach dem je individuellen Umgehen mit dem Erlebnis und Erkenntnis von Distanz. So sind von Anfang an zwei Ebenen prozessualer Empathie in dokumentarischen Prozessen zu unterscheiden. Die erste bezieht sich auf die Frage, wie gehe ich mit den Gefilmten im Prozess des Filmens um? Die zweite bezieht sich auf die Frage, wie stellt der Film die Gefilmten dar? Beide Ebenen sind mit ganz verschiedenen Techniken und anders gewichteten philosophischen Perspektiven verknüpft. Auf der ersten Ebene geht es zum Beispiel darum, die Größe und Aktionsweise eines Filmteams in seiner Wirkung auf das Verhalten der Dargestellten zu bedenken, Beleuchtungsarten, Interviewumgebungen auszuwählen, die eigene Machtposition hinter der Kamera bzw. am Set zu reflektieren und so weiter. Auf der zweiten Ebene geht es zum Beispiel um Entscheidungen im Schnitt, um die Frage nach eventuellen Wirkungen, um den Einsatz von Ton und Musik, um die Konstruktion von filmischen Narrativen und dergleichen mehr. Wie bereits angesprochen, müsste eine Art Grundanordnung beim Tanz anders entworfen werden, denn das Präsentische, das Hier und Jetzt und nicht allein die Fixierung im Materiellen ist in allen performativen Künsten von einer anderen Wichtigkeit. Die Fragen des Umgehens miteinander, mit dem Publikum, die Sensibilität für die eigene Unsicherheit und so weiter werden dem Moment der Aufführung zugeordnet und haben konkret mit dem zu tun, was mit den Körpern in der Gegenwart geschieht. In Bezug auf das Format des Tanzes will ich kein abschließendes Urteil über den Empathiebegriff fällen, mit dem sich am besten die Situation des Mitgefühls, die im Einladungstext genannt wurde, beschreiben lässt. Jedoch, und das habe ich versucht zu problematisieren, ist es keineswegs klar, was es bedeutet, jemanden durch Mitgefühl zu erreichen oder Mitgefühl für jemanden zu empfinden. Was ist damit über das Verständnis der anderen überhaupt gesagt? Ich komme jetzt zu dem dritten Punkt, zu der Bestimmung des Empathiebegriffs, die sich im Nachdenken über die Künste produktiv machen lässt. Bisher habe ich meine Überlegungen zur Empathie aus einer produktionsästhetischen Perspektive, aus der Perspektive der Künstlerin also entwickelt. Dieser produktionsästhetische Denkansatz, den man in der Frage, was sollen wir Künstlerinnen tun, umreißen kann, muss sich allerdings die Aufmerksamkeit teilen mit einer Vielzahl anderer Definitionen von Empathie. Empathie im Tanz kann zum Beispiel aufgefasst werden als eine Empathie für andere Schauspielerinnen oder Tänzerinnen, als eine Empathie gegenüber der Rolle, die man als Tänzerin oder Schauspielerin darstellt, als eine Empathie gegenüber Menschen, die man zum Beispiel in partizipativen Settings mit einbezieht, als eine Empathie der Zuschauerinnen gegenüber den Tänzerinnen und Schauspielerinnen oder als eine Empathie der Zuschauerinnen gegenüber den dargestellten Figuren, Rollen und Charakteren. Na?
Empathie in der bildenden Kunst wiederum kann anders verstanden werden als Empathie der Künstlerinnen dem Werk gegenüber, als Empathie der Künstlerinnen dem Publikum gegenüber, als Empathie der Künstlerinnen einer Sache, einer Situation, die dargestellt wird, gegenüber, als Empathie der Betrachterinnen dem Werk gegenüber, als ihr affektives Ergriffensein, als ihre kognitive Bemühung, sich dem Fremdsein des Werkes auszusetzen. Ohne hier vollständig zu sein, breche ich diese Aufzählung ab, deren Funktion es nur sein soll, zu zeigen, dass eine Menge verschiedener Prozesse und Beziehungen zwischen Subjekten, aber auch zwischen Subjekten und Objekten im Rahmen künstlerischer Praxis gibt. In Bezug auf diese Komplexität lässt sich letztendlich nur sehr unterschiedlich nach Bedingungen und Möglichkeiten der Ausübung empathischer Beziehungen fragen. So ist zum Beispiel die Einfühlungstheorie von Theodor Lips auch für den Fall einer Empathie gegenüber toten Gegenständen mitgedacht, was sich mit Amy Coplin, der die Fremdheit eines anderen Bewusstseins am Herzen liegt, nicht so wie bei Lips denken lässt. Der Medien- und Kommunikationswissenschaftler Jens Eder kommt in Anbetracht der Perspektivenvielfalt zu einem einfachen, wohl richtigen, aber auch sehr relativierenden Ergebnis, wenn er sagt, die Bandbreite unterschiedlicher Konzepte, jetzt muss ich mal gucken, ob hier ein, nee, unterschiedlicher Konzepte zeigt, dass es sinnlos wäre, über den richtigen Empathiebegriff zu streiten. Empathie lässt sich letztlich nur durch eine stipulative Definition bestimmen, die für die jeweiligen Fragestellungen geeignet ist. Stipulativ heißt, dass ein Begriffsverständnis vorgeschlagen wird, auf das wir uns für den jeweiligen Kontext einigen können. Also das wäre quasi der Vorschlag, dass wir jedes Mal den Kontext mit ausbuchstabieren, um den entsprechenden Empathiebegriff zu finden. Bedeutend für die Empathiediskussion in vielen ästhetischen Theorien ist die Situation der künstlerischen Arbeit und Aufführung von einer Situation einer alltäglichen Begegnung zu unterscheiden. Denn in den Künsten geht es immer darum, dass in ihnen und durch sie etwas dargestellt wird, welches über Alltagshandlungen hinausgeht oder sich zumindest von diesen unterscheidet. Dies ist auch die Perspektive der Auffassung von Kunst als einer Situation, in der sich Rezipientinnen, also Zuschauer oder Wahrnehmende befinden. Letztendlich geht es in diesem Fall um die Frage, ob und wie man gegenüber Verkörperungen im Rahmen einer Aufführung in einem Kunstwerk beziehungsweise mit den Verkörperungen der Tänzer und Schauspieler empathisch sein kann. In den Fiktionalisierungsdiskursen ästhetischer Erfahrung klang auch an, eben bei Anselm Franke, die von einem affektiven Ergriffensein der Rezipienten aller Arten von Künsten ausgehen, ist dieser Differenz zum Alltag auch in dem Gedanken Rechnung getragen, dass die empathische Reaktion der BetrachterInnen, ZuschauerInnen, LeserInnen oder HörerInnen von künstlerischen Werken im Modus des als ob stattfindet. Das war das mit Beispiel mit dem Regen. Es gibt in dieser Lesart eine Empathie, die sich von der Empathie nicht künstlerischer Situationen unterscheidet und dennoch auf das Nicht-Künstlerische rekurriert. Hier handelt es sich um eine widersprüchliche, besser gesagt eine dialektische Denkfigur. Kurz gesprochen verlinken die Rezipienten qua ihrer eigenen Körperlichkeit affektive Reaktionen der Kunsterfahrung mit ihren eigenen, auch alltäglichen Vorstellungen und Praxen. Indem sich in der Kunstwahrnehmung etwas für sie verkörpert, befinden sie sich in einem anderen Zustand der Betrachtung, auch in Bezug auf andere Dinge. Mit der Unterscheidung von zwei Weisen der Verkörperung, die sich in zwei englischen Begriffen ausdrückt, Embodiment und Instantiation, möchte ich abschließend noch einmal zwei Verständnisse künstlerischer Empathie etablieren. Während der Verkörperungsbegriff im rezeptionsästhetischen Zusammenhang auf Änderungen und Reaktionen im Körper der Rezipienten rekurriert, steht derselbe Begriff produktionsästhetisch für eine Denkfigur der Entäußerung in die Situation oder in den Gegenstand. Allein, dass wir einen Körper bzw. Leib haben, rechtfertigt, dass Hegel in diesem produktionsästhetischen Sinne von Verkörperung spricht, so die Philosophin Brigitte Hilmer. Mit Hegel denkt sie den Leib als Ort der Entstehung von Bedeutung im Wege der Umstülpung von innen und außen. Der Hegelsche Ansatz weist somit auch in die Richtung einer kognitiven Dimension, die dem Verkörperungsbegriff zukommt. Denn was sich verkörpert, ist nicht ein Gefühl, sondern es verkörpert sich ein Verständnis von Welt, in der allerdings Gefühle als eingeschlossen gedacht werden müssen.
Genau hier knüpft auch der Philosoph Arthur Dento an mit seiner Erklärung eines nicht beliebigen Zusammenhanges zwischen der Welt einer Künstlerin, die etwas macht oder herstellt, und dem, was das Hergestellte repräsentiert. Dento benutzt für seine Theorie den Begriff Instantiation und nicht Embodiment. Beide Ausdrücke lassen sich im Deutschen mit Verkörperung übersetzen. Während Instantiation auf eine Instanzierung im Material bzw. im Moment verweist, lässt sich Embodiment besser auf Prozesse des Körperlichwerdens in der Begegnung mit dem künstlerisch Aufgeführten anwenden. Ich will hier nicht näher auf die Kunsttheorie von Arthur Dento eingehen, aber einen wesentlichen Gedanken dieser Betrachtungsweise möchte ich nennen. Ein gelungenes Werk, eine gelungene Aufführung ist laut Dento eine Verkörperung, Instantiation dessen, wie eine Künstlerin die Welt sieht, wobei dem Weltbegriff, den Dento benutzt, hier seine Problematik genommen werden soll, indem wir statt Welt das einsetzen können, von dem die Aufführung bzw. das Kunstwerk handelt, ein Ausschnitt der Welt vielleicht oder ein historischer oder ein kultureller Kontext. Im Falle eines kollektiven künstlerischen Handelns mehren sich Verkörperungen, überschneiden bzw. vermischen sich einzelne Stile. Auch in der Verkörperung, auf welche wiederum die Rezipienten, das heißt die Zuschauerinnen, das Publikum, empathisch reagieren kann, ist eine kognitive Dimension enthalten. Eine empathische Bezugnahme auf künstlerisches Darstellen sollte also nicht allein vom Empfinden und von der Ansteckung her als einer leiblichen Reaktion verstanden werden, sondern als eine Bezugnahme auf dieses kognitive Moment der Kunst. Bleibt zum Abschluss noch die Frage zu stellen, ist Empathie nun Selbstzweck oder künstlerisches Mittel? Wenn man davon ausgeht, dass in der Empathie der KünstlerInnen sowie in der Empathie der Rezipientinnen kognitive Dimensionen in verkörperlichter Weise existieren, fällt es vielleicht nicht mehr schwer, künstlerischen Handlungen und Kunstwerken eine ethische Dimension einzuschreiben. Diese wiederum ist inkludiert in die Weltsicht bzw. in das Weltverhältnis der Künstlerinnen und so auch in das Werk hinein entäußert. Inwieweit Künstlerinnen Empathie als Mittel benutzen, um sich Menschen oder auch Materialien zu nähern, und inwieweit sie es auch unabhängig von ihrer Kunst als Selbstzweck betrachten, der sich durch ihre Arbeit verkörpert, ist dann dem jeweiligen Profil der Künstlerin geschuldet. Damit möchte ich sagen, dass künstlerisches Arbeiten sehr wohl auf Empathie beruhen kann, aber nicht muss. Künstlerische Arbeit kann genauso gut alles in instrumentelle Zusammenhänge setzen, ohne empathisch zu sein. Für beide Möglichkeiten und viele Spielarten dazwischen gibt es Beispiele in den Künsten. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Hey, thanks for your interesting approach and for opening up all those fields of empathy. Is there any question for Professor Judith Siegmund? Yeah, Thomas Santo? Thanks a lot. I really liked your conceptual differentiation at the beginning. Just one, why am I speaking English? also ein kleiner begrifflicher Schärfung, was Scheler speziell betrifft, weil es stimmt, dass Scheler Einfühlung und Gefühlsansteckung terminologisch zusammenbringt, aber man muss dazu sagen, und das ist ganz wichtig, glaube ich, für Scheler, dass er das, was wir heute und Copeland speziell unter Einfühlung versteht, würde er Nachfühlen nennen einfach. Und okay. Für das, und das ist einfach eine begriffliche Differenzierung, und das ist nur deshalb wichtig, weil Nachfühlen für Scheler genau diese drei Aspekte auch beinhaltet, die Copeland erwähnt. Ich meine, das ist jetzt nur ein Hinweis, aber ich glaube, das ist wichtig, wenn man vor allem die ganze phänomenologische Beschäftigung mit Empathie, die eigentlich sehr nah an dem ist, was Sie mit diesem narrativen Konzept. Ja, aber ich habe Sie ein bisschen abgefährt, die phänomenologische Schule. Das ist natürlich eine gigantische Entwicklung. Ich dachte aber, dass gerade dieses kognitivistische, also dieses sich auf andere Bewusstseine beziehen, vielleicht das noch ist, was Copeland von der deutschen Debatte, unterscheidet. Oder auch dieses Narrative. Das Narrative, ja. Also was
ich meine, im einen, wir können das dann vielleicht in der Oh, das ist ein bisschen so eine Fachdiskussion. Ja, wir können das dann auch. Ja. Yeah. Any other question? I'm gonna do English. because I'm gonna try to ask you your opinion on a connection I just tried to make now between the performance of Weimar yesterday, because you talked about it, and what your question to Anselm Franke, and quote you did. So I wrote it down, I'll try my best. because when you had this quotation from Erika Fischer-Lister, there was the question of imitation and embodiment in the actor, no? The when you talk about the figur that is... Yeah. And that for me had a lot to do with what Aymar was saying in the performance yesterday of the difference between being the choreographer or the author, yeah. providing the interpreter with the possibility to embody a character, yeah. and then the dancer or the interpreter assuming an own discourse. Yeah. So this is one, like if you feel that this could be a difference between this imitation and embodiment. And then to come to your question to Anselm Franke, because you asked him about technology, and when you made your question, I was thinking a lot about how data sets of human beings are worth money. So if you are going through a life change, your data is worth more and can be sold, and it has value. And if this is also a kind of imitation, because if we want to foresee how somebody is going to behave, then there is this... image that it is possible through statistics or for algorithms to empathize with the life of others, but that actually is a superficial, it's like an imitation of the empathy. Mm. So, yeah, these are the two. I wanted to hear your thoughts on that. Yeah. Okay, the first was only a short notation about the performance yesterday. So in this case, I was speaking from the perspective of the choreographer, you can say. The question is, how empathic are you with the interpreters? If you look as a dancer, as an interpreter. This was the beginning of the performance yesterday to say I have no voice or something like this. And it's a question of empathy and also for me an ethic question. How to, what vision do you have from an interpreter of your choreography, or you can say a composer can think about interpreters for whom he or she's writing and score, for example. So it was kind of only an example for this relationship, but otherwise it's completely okay if you look as an for a dancer as an artist too. But that was only not fitting in my, you know what I mean? The abstract question was how people are used in artistic projects as material, and is that possible, where is there the empathy relationship to them? And I think if you want to create an empathic relationship with others, you cannot use them as material anymore. That's what I wanted to say with the instrumental relationship to other people. And I think a lot of artistic actions has to do with such questions. So it was only one point to bring my question in this context of the performance yesterday. And the second, okay if I answer in German? Because so die zweite Frage war nochmal nach meiner Nachfrage nach Anselm Franke.
ich fand das komplett falsch, was er gesagt hat, dass er, also wenn er sagt, es gibt eine kapitalistische Empathie, die mit Big Data verknüpft ist. Das ist meiner Meinung nach eben genau nicht der Fall. Ich habe mich gerade ein bisschen mit Algorithmen beschäftigt, also nur kulturwissenschaftlich, philosophisch, aber so viel, wie ich darüber gelernt habe, ist, dass es sich hier um Rechenvorgänge handelt, die nur aufgrund von Beobachtungen, von Handlungsentscheidungen funktionieren. Das heißt, über uns alle werden Profile angelegt und diese Profile werden sozusagen gefüttert mit dem, auf welche Website wir gehen, was wir kaufen, was wir anklicken, wofür wir uns interessieren. Dann wird das ins Verhältnis gesetzt zu sogenannten Peer Groups. Das heißt, wir werden verglichen, wir werden in so eine Art Schublade eingeordnet, in so eine Gruppe von Leuten, die so ähnliche Entscheidungen getroffen haben, und aufgrund dieser Berechnungen wird sozusagen erzeugt, was wir in Zukunft tun werden. Und das wird in den nächsten Jahren noch verfeinert, verbessert und so. Das ist aber eine ganz andere Art, wenn man das jetzt philosophisch versteht, ist das Behaviorismus. Behaviorismus ist eigentlich eine wissenschaftlich veraltete Denkungsart, in der man die Menschen oder Subjekte danach beurteilt, quasi als externer Beobachter danach beurteilt, was sie tun. Also und dadurch versucht, objektive Ergebnisse zu generieren. Und was absolut nicht im Blick ist, ist Empathie oder Psychologie oder es ist in der Programmierung der Algorithmen überhaupt, hat meiner Meinung nach niemand versucht, irgendwie empathisch zu sein mit irgendeinem Nutzer oder Käufer oder so. Das ist sozusagen überhaupt nicht die Ebene, auf der gearbeitet wird. Deswegen, wenn man jetzt von einer empathischen, kapitalistischen Invasion redet, finde ich das eigentlich ziemlich ein Wirrwarr im Sinne von, das ist, für mich ist das unlogisch. Ja? Also es ist eine Art von mystischem Bild, also von mystischer Bewegung, die über uns kommt, dass die künstliche Intelligenz jetzt empathisch wird. Aber ich finde, man müsste sie viel mehr kritisieren damit, dass sie es gar nicht sein kann und dadurch auch ihre Grenzen aufzeigen, in dem Sinne, dass man sagt, diese Big Data dürfen nicht alles entscheiden, weil sie eben bestimmte menschliche Dimensionen völlig übergehen, ausblenden und quasi, man könnte sagen, fast vernichten. Also indem sie ein Menschenbild quasi folgen, rechnerisch, das überhaupt nicht übereinstimmt mit sozusagen anthropologischen, also mit dem, wie wir eigentlich, sage ich jetzt mal wir, sage ich sonst nicht, aber mit dem, wie die Wissenschaft bisher, und zwar alle möglichen Fächer jetzt, nicht nur die Psychologie oder Philosophie, auch andere, bisher herausgefunden haben, wie Menschen funktionieren, wie menschliche Wahrnehmung oder so und so weiter, Psychologie funktioniert. Also das finde ich eben sehr wichtig, dass man das genau beschreibt und nicht sagt, alles wird jetzt empathisch, die Maschinen auch. Ja. Das war der Grund meiner Nachfrage. Ja, yeah. There are so many definitions of empathy and yes, yeah, a lot of. But ich finde es wichtig, dass man fragt, also man, natürlich kann man auch, wie Herr Fuchs, es stimmt ja auch zu sagen, wenn zwei Menschen in einem Raum sind, dann gibt es irgendwie empathisches Verhalten und ich als Psychiaterin kann dann sehen, ob die übereinstimmen oder nicht. Das ist ja empirisch richtig. Aber finde ich eben wichtig, genauer zu fragen, was nehmen wir denn eigentlich wahr, wenn wir den anderen als empathisch sehen, oder was nimmt der Psychiater eigentlich wahr? Also sind das jetzt Projektionen oder gibt es tatsächlich die Möglichkeit, das Bewusstsein des anderen zu erfüllen? Oder, also da muss, ich finde, man muss zwischen den Fällen wirklich unterscheiden. Ansonsten sagt man was sehr Allgemeines, was irgendwie auch stimmt natürlich. Ja. Ja. Ich fand das jetzt auch sehr interessant, dass Sie jetzt auch nochmal auf Herrn Franke auch nochmal reagiert hatten. Wir hatten ja auch im Vorfeld bereits irgendwie so, natürlich, es ist jetzt schade, dass er nicht da ist, natürlich. Ich finde das sowieso, das ist jetzt wirklich ein toller Punkt, weil wir zum ersten Mal hier auch mal keinen Konsens auch mal fühlen. Finde ich auch gut. Also das wollen wir ja auch. Also wozu unsere Empathie auch möglich ist, eben mal keinen Konsens auszulösen. Aber was ich interessant finde bei diesem Ganzen ist mit dieser Big Data und dass es da Algorithmen gibt, die quasi uns berechnen
und dann vielleicht so, wie wir das kennen im Computer, wir haben eben Schuhe gekauft, beim nächsten Mal, wenn wir im Internet surfen, plötzlich kommt dann hier, wollen Sie nicht auch das haben, das passt doch zu Ihnen, ne, so in der Art, so werden wir ja schon berechnet, es wird ja schon auch so, wie wir searchen und so wird ja schon geschaut. Also kann es nicht irgendwie auch sein, dass Empathie quasi auch als Modul grundsätzlich, also das, was wir vielleicht als biologische Organismen quasi unter uns verhandeln, aber für dieses Big Data Ding, ich nenne das jetzt mal so, quasi als Modul missbraucht wird. Es suggeriert so etwas, es ist natürlich keine Empathie, aber es ist eine Form, um von da ausgehend eine Berechnung, einen Algorithmus zu strukturieren, der genau, sage ich mal, Aspekte von Empathie aufgreift, aber keine ist. Also ja, aber das ist ja sehr wichtig, dass wir das verstehen, dass es nicht KI-Systeme, also künstliche Intelligenz, sich in uns gegenüber empathisch verhält, sondern dass wir berechnet werden als die Summe unserer Handlungen. Das ist sozusagen eine ganz andere Geschichte. Und wenn wir das verwechseln damit, dass jetzt die Programme empathisch uns gegenüber sind, sind wir meiner Meinung nach auf dem falschen Weg. Also dann verhalten wir uns ja ganz anders. Also da würden wir ja ganz andere Maßnahmen ergreifen. Als Mensch würden wir dann anders reagieren. Und ich finde es sehr wichtig, dass wir uns das klar machen, dass sie nicht empathisch sein können, weil es sozusagen mathematisch nicht geht. Und die sind halt nicht so gemacht. Ja. Und deswegen können die ganz differenziert und feingliedrig sein und vielleicht richtig treffen uns oder so. Aber gerade ist es, glaube ich, sehr bedeutend, sich das klarzumachen. Ansonsten hat man dies irgendwie Empathie zusammengedacht mit dem ökonomischen, kapitalistischen, ist einfach überall und wir sind immer erkannt. Also dann hat man irgendwie so eine Gottesfigur oder sowas. Ja. Ich glaube, das hängt zusammen mit den verschiedenen Definitionen tatsächlich. Also ob man den Körper mit einbezieht oder nicht. Und dann würde ich fast sagen, auch wenn ich sehe, dass da noch mindestens 2 Meldungen sind, dass wir jetzt erstmal zu Thomas, 3, 4, okay, dass wir trotzdem erstmal zu Thomas Santo wechseln.